bin wieder da, unterwegs zu neuen Abenteuern. Von der Sache her. Ja, ich war früher mal wesentlich fülliger. Ich habe etwas über 150 Kilo gewogen, habe dann vor circa 5 Jahren habe ich eine Magenverkleinerung machen lassen in Mexiko und habe da knappe 60 Kilo abgenommen und fühle mich wesentlich wohler und ich esse auch definitiv nicht mehr so wie früher. Und ja, ich habe damals in Winterberg einen kleinen Esswettbewerb gemacht mit Chicken McNuggets und ich bin sehr oft zu dieser Burgerkette gegangen und da war auch immer ein etwas massiverer Mensch, sag ich jetzt mal. Und der hat irgendwann gesagt, wir müssen mal irgendwann mal so einen kleinen Esswettbewerb machen. Und da habe ich gesagt, warum machen wir das nicht jetzt? Verlierer zahlt. Und dann haben wir angefangen und circa in 6 Stunden oder fast 7 Stunden haben wir jeder fast 300 kleine Hühnchen-Dinger dieser Kette verspeist. Also er nicht ganz, er hatte 260 und ich knapp 300. Mein Kumpel hat immer gesagt, du bist immer noch da, die erinnern sich immer noch an dich.